Hallo und willkommen zurück bei Silent Storm, zusammen mit mir, Windtalker LP, jo, und hier unserem Scharfschützen Wind. Nein, jetzt muss ich anders anfangen. Ich habe ja eine Pause eingelegt von, ja, gut 3 Wochen mit den Let's Plays. Das war zum einen, weil ich auch mal im Urlaub war, weil ich auch keine Lust hatte, so richtig, jo. Und ich habe mir jetzt aber eins überlegt, ich werde etwas ändern an meinem Kanal. Also nicht an den Spielen an sich, sondern ich werde keine Werbung mehr schalten. Also dieses Kommerzialisieren des Kanals werde ich wegfallen lassen. Wer aber sagt, ihm gefallen meine Videos so toll und er möchte mich ein bisschen unterstützen und es kommt auch andere unterstützen, der kann gerne, wenn er möchte, ich blend einfach unten im Infobildschirm dann auf YouTube. Ist auch eine PayPal-Adresse. Wer möchte, kann da, wenn er Lust und Laune hat, einfach was drauf einzahlen in einer Form einer, ja, wie es will, Spende oder was auch sonst immer. Das Geld werde ich so verwenden. Zum einen 50% nehme ich und werde dafür das investieren in neue Spiele, neues Equipment für mich, also sprich Mikro. Ja, Spieler, wie er schon gesagt, was halt so anfällt. Die anderen 50%, das wissen manche von euch, ich arbeite ja ehrenamtlich bei der Tafel hier bei unserem Ort in Kitzingen, zweimal die Woche. Die anderen 50%, immer wenn ja, 20, 25 Euro zusammengekommen sind, nehme ich die und spende die. Ja, also ich werde auch die Spendenquittung, die ich bekomme, sozusagen online stellen, dass ihr das auch seht, dass ihr nicht denkt, ihr macht das bestimmt nicht oder so. Ganz einfach, dieses Kommerzialisieren des Channels habe ich keine Lust mehr, habe mir das auch überlegt. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr die Idee findet, oder ob ihr das total doof findet oder wie auch immer. Ne? Wenn ihr nicht genau wisst, was die Tafel ist oder sein soll oder noch nie gehört habt oder mal gehört habt und nicht so genau wisst, was machen die überhaupt. Die Tafel ist ein Verein, der sich zum Ziel gemacht hat, ja, nennen wir es jetzt mal in Anführungszeichen, den bedürftigen Menschen Lebensmittel zu geben. Es ist ganz einfach bei uns in der Gesellschaft so, jetzt hier vor allem in Deutschland, auch in anderen europäischen oder nordamerikanischen oder wo auch immer, in reichen Ländern, nennen wir es mal so. Wir haben eine hohe Überproduktion an Lebensmitteln. Das ist ganz einfach so. Was im Supermarkt nicht mehr gut aussieht, kurz vorm Ablaufen steht des MDHs, des MHDs, Mindesthaltbarkeitsdatums, wird aussortiert. Ganz früher war es so, wurden die Sachen oft an Bauern weitergegeben, was inzwischen auch nicht mehr zulässig ist. Ja gut, was haben die Supermärkte dann gemacht? Sie haben es vernichtet. Inzwischen haben sie auch die Möglichkeit, sie spenden Gemüse, Obst, Joghurt, Wurst, was halt übrig ist, ganz einfach gesprochen, an die Tafeln in den diversen Städten. Die Tafeln gehen hin, holen das bei den Supermärkten ab. Es gibt auch hin und wieder mal welche, die es selber anliefern, bringen das in ihr Lager. Und dort werden die Sachen von Freiwilligen nochmal aussortiert, geputzt. Also wenn es Gemüse oder Obst ist, schlechtes Obst aussortiert. Wird dann jetzt so im Falle von Kitzingen, wo da wo ich bei der Tafel helfe, dann in Kisten, je nach Sorte, zusammengelegt. Und dann zweimal die Woche, Mittwoch und Samstag, können die, wir nennen sie jetzt mal Kunden, kommen vorbei, zahlen 2 Euro und dafür bekommen die dann, je nach Größe der Familie, ist es jetzt nur eine Person, sind es Mann und Frau oder haben sie vielleicht auch Kinder, bekommen die dann Lebensmittel sozusagen für 2 Euro und geht mal von aus, die kriegen also wirklich gute Sachen dafür und auch genügend. So, das soll eine Unterstützung darstellen. Die Tafel ist nicht dafür da, Familien zu ernähren, es soll einfach eine Unterstützung darstellen, ne? Dass halt auch Familien in kinderreichen Familien, dass Kinder in familienreichen, nein, dass Kinder in kinderreichen Familien, so ist es richtig, auch genügend Obst bekommen, Pausenbrot und was auch immer, ist halt oft schwierig für die Familien. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass das alles Menschen sind, die nicht arbeiten oder so. Das sind durchaus Menschen dabei, die haben einen ganz normalen Job, aber das Geld reicht halt einfach nicht. Ich meine, die Problematik von Löhnen und Gehältern in Deutschland, da brauchen wir nicht drüber reden, das würde den Rahmen etwas sprengen.
Es wird auch vorher geprüft, ob diese Menschen überhaupt berechtigt sind, sich bei der Tafel Lebensmittel zu holen. Die müssen da wirklich, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, die Hosen runterlassen. Ja, ist aber auch gut so, soll ja auch kein Schmuh getrieben werden. So, da helfe ich, wie gesagt, zweimal die Woche, Mittwoch und Samstag. Ich kann mir das aufgrund meiner Selbstständigkeit zeitlich recht gut einteilen, da zu helfen. Es helfen halt meistens eher ältere Menschen dort, Rentner und so weiter. Muss man auch mal anerkennen, was die da leisten. Wenn ihr eine Tafel habt bei euch in der Heimatstadt, geht doch mal hin und helft einmal. Nur, dass ihr wisst, was die da so machen müssen. Es gibt einem anderen Einblick. Ja, das mal jetzt vorneweg. Schreibt mir drunter, wie ihr die Idee findet, wie ich das vorhabe. Wenn ihr es ganz doof findet, lasst mich wissen. Gern dann im persönlichen Kontakt. Ist dann lieber, wie wenn ihr mich jetzt hier auf YouTube hatet, deswegen. Okay, dann war das jetzt lange Rede. Und jetzt machen wir das anders. Jetzt müssen wir uns hier bei Silent Storm unser Team zusammenstellen. Wir sind jetzt in der Basis. Haben ja das letzte Mal sozusagen die Einführungsmission bestanden. Und jetzt gucken wir uns hier mal um. Gehen wir hier mal. So. So. Achtung, Achtung! Wie bereits erwähnt, hat sich das gesamte Personal der Basis einsatzbereit zu halten. Die Akten sind im Personalbüro neben Halle 2 einzusehen. So. Weiter. Weiter. Ja, Oberst. Ich soll darauf hinweisen, dass die Unterlagen im Büro in der obersten Schublade des Aktenschranks liegen. Guten Krieg! Guten Krieg. Okay. Also, Personalbüro. Hier stellen Sie Truppenmitglieder ein oder entlassen Sie. Klicken Sie auf den Aktenschrank, um Ihre Truppe Mitglieder zuzuweisen oder zu entlassen. Klicken Sie auf die Tür, um in Halle 1 zurückzukehren. Secret. Zur sofortigen Verbreitung. Gesamtes Personal. Die britischen Streitkräfte haben an ihre wichtigsten Forschungseinrichtungen und für die dort arbeitenden Wissenschaftler die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Die deutsche Spionageabwehr vermutet, dass ihnen ein entscheidender wissenschaftlicher Durchbruch gelungen ist oder dass sie eine streng geheime Waffe unbekannten Potenzials entwickeln. Den Grund für die verstärkten Sicherheitsmaßnahmen herauszufinden, ist von größter Bedeutung. So, jetzt seht ihr hier, man kann hier zwar jeden Schrank anklicken, aber es ist im Endeffekt egal, welchen man nimmt. Es sind immer die gleichen Leute. So, also. Ah, okay. Jetzt seht ihr hier, aus was wir wählen können. Das hier ist das verfügbare Personal, linke Seite. Wenn man jetzt so wie hier den Shoei anklickt, Tokiokino. Dann sieht man Nationalität, Beruf, Geburtstag, Größe, Gewicht, Familienstand und dann auch noch so ein bisschen hier Story von demjenigen, ja? Shoei ist ein Scout. Ein Scout sind halt die, die so etwas verdeckt vorgehen, die Gegend erkunden, die sollten gut Leute entdecken können, solche Geschichten halt, ja? Medaillen hat er keine. Level 1, hier hat er so seine diversen Punkteverteilungen. Er hat einen Revolver, eine Keule, Wurfsterne, Granate und so weiter. Und Fähigkeiten hat er in der Form noch keine. Ah, jetzt habe ich ihn eingestellt. Wollte ich noch nicht. So, Jawohl. gehen wir wieder auf die Akte. Der Oberleutnant Axel Bieber, ein Deutscher, ist ein Techniker. Ein lediger Techniker. Wir gucken die jetzt erstmal so Sicher? durch. So, das ist der Klaus Schmidt, das ist ein Heckenschütze, brauchen wir in dem Falle nicht. Verstanden. So, Gary Kovac, ein Ungar, ist ein Arzt. Comprendere. Dann haben wir den Rocco Migliaccione, oder wie auch immer heißt, ein Grenadier. Ja, Kommandant. Dann haben wir den Fritz Wagner, einen Soldat. Ja. Den Gunnar Zumwalt, ein Deutscher, ein Scout wiederum. Sofort. Dann haben wir eine Ärztin, eine Deutsche. Zu Befehl. Da haben wir einen muskelbepackten deutschen Reinhard Bayer Grenadier. Sicher. Francisco Paco Escudero, ein Spanier, ein Soldat. Also Soldat ist so die Allround-Klasse. Approvazione. Dann haben wir die Carmelina Donati. Die ist ein italienischer Scout. Befehl verstanden. Dann haben wir den Mitras Caslaru, den Mike, ein rumänischer Soldat. Wird sofort erledigt. Japanischer Heckenschütze.
Sieht gar nicht japanisch aus. Ich gehorche. Ein japanischer Techniker? Ja. Ein finnischer Grenadier, den Olli Haikinen? Was immer Sie wünschen. Dann haben wir aus dem Iran einen Soldaten? Ja, Sir. Ein indischer Scout, Indien bei den Deutschen, sehr interessant. Ich bin dabei. Eine irische Technikerin? Verstanden. Ein slowakischer Heckenschütze? Seguro, Kommandante. Und ein argentinischer Grenadier. So. Ah, okay. Gut. Nehmen wir den deutschen Techniker hier. Was hat er denn drauf, der Axel Bieber? Oberleutnant Axel Bieber konnte dank seines angeborenen Talents, das die Deutschen als Schleimschieber bezeichnen, extrem schnell aufsteigen. Er ist unglaublich intelligent und in den Bereichen Technik und Medizin hochqualifiziert. Außerdem besitzt er eine scharfe Beobachtungsgabe. Diese Stärken werden noch übertroffen von seiner Loyalität und dem Eifer, sie auch in die Tat umzusetzen. Persönliche Geschichte. Axel Bieber kam ein Jahr nach Beginn des Krieges, der alle Kriege beenden sollte, in Hamburg zur Welt. Seinem Vater, einem Zeppelin-Piloten, ist er niemals begegnet. Das Luftschiff L-24 von Captain Holger Bieber wurde 1917 mit britischer Brock-Munition über dem Atlantik abgeschossen. Es gab keine Überlebenden. 1933 schrieb sich Axel an der Hamburger Universität ein und seine Mutter, Gretchen Vogel Bieber, zog nach Berlin, wo sie mit ihrer Schwester lebte. Axel Bieber bekam den Respekt des Militärs erstmals zu spüren, als er einer patriotischen Jugendorganisation beitrat. Wir wissen wohl alle, was das war. Jahre später genoss er die Autorität, die mit der Zustellung von Eintragungsmitteilungen an Haushalte seines Stadtviertels verbunden war. 1939 ließ er sich freiwillig einziehen und bot dem Dritten Reich seine technischen Fachkenntnisse an. Vielleicht rührt seine Verlangen nach Überlegenheit von seiner Größe her oder besser dem Mangel daran. Er ist auf jeden Fall ein entschlossener deutscher Krieger, der die Erniedrigung seines Vaterlands rächen will. Erwähnenswert. Er machte 1937 sein Examen an der Technischen Universität Hamburg. 1932 hatte er ein Blind Date mit Eva Braun und behauptet, sie hätte dabei sehr viel Spaß gehabt. Gut. Wer Eva Braun war, könnt ihr ja bei WikiLeaks oder wo oder Wikipedia nachlesen. Wikipedia. Okay. Techniker, was haben wir noch für Techniker? Verstanden. Comprendere. Ja, Kommandant. Ja. Soldat, Scout. Befehl verstanden. Approbation. Sicher. Zu Befehl. Wird sofort erledigt. Ich gehorche. Ja, was immer Sie wünschen. Figuro, Kommandant. Verstanden. Ich bin dabei. Eine Irin. Jawohl. Hey, wir nehmen ihn hier. Zack. So. Sicher. Heckenschütze habe ich schon. Rocco mag ja, Kommandant. Ich nicht. Ein Soldat, ein Deutscher, Fritz Wagner. So, wir machen das jetzt so, dass hier gehe ich so langsam durch, dann könnt ihr stoppen und euch das selber durchlesen. Gut. So, dann brauchen wir ja so was Scout-mäßiges. Da nehmen wir den Lieutenant Gunnar Zumwalt dazu. Ich würde sagen, wir machen eine rein deutsche Truppe. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich irgendwie rein deutsch bin. Ich finde es bloß einfach irgendwie lustig. Dann, also wir haben jetzt einen... Der war Techniker, der ist Soldat, der ist Scout. So. Zu Befehl! Dann kommt der Grenadier, dann nehmen wir die Kiste hier. Halt, ich mach's mal langsamer, Entschuldigung. Wieder 93 groß. Ein Bayer. So, und dann brauchen wir noch einen Arzt. Sofort. Tja, da ist dann sie hier. Die Wahl der Qual. Dani Kunstler. Sehr schön. Das ist unsere Truppe. So, da ist unsere Truppe. Zu Befehl. Dann wieder ins H1. Kommt mal mit, Jungs und Mädels. Dann müssen wir in die Waffenkammer gehen.
Halle 2. Von hier aus erreichen Sie weitere Einrichtungen der Basis. Klicken Sie auf die Tür mit der Patronenhülse, um in die Waffenkammer zu gelangen. Klicken Sie auf die Tür mit dem Kreuz, um in die Krankenstation zu gehen. Klicken Sie auf die Tür mit dem P, um in den Hangar zu gehen. Klicken Sie auf die Tür mit der Anschrift H1, um in Halle H1 zu kommen. Gut. Wir gehen hier rein. So. Achtung, Achtung! Neues Personal! Die Waffenkammer liegt neben Halle 2, erste Tür links. Wir sind gerne für Sie da. Ja, Oberst. Kommandant Oberst Ernst Schubert teilt dem Truppenleiter der Abwehr Sektion 2 mit, dass er sich jederzeit im Waffenarsenal bedienen kann. Guten Krieg. Ich finde es immer lustig mit dem guten Krieg. So. Hab ich eigentlich noch was im Rucksack? Oh, ich habe noch ganz viele Sachen im Rucksack. So. Da gibt's die Waffen. Jo. Muss mich nochmal hier alles so rausladen. So. So. Gut. Ja. Was haben wir denn noch so? Okay. Maschinenpistolen, Panzerfäuste und nichts, ein paar Messer, ein paar Granaten, ein bisschen was hier bei. Aber das tun wir mal raus hier, zack. Was ist das? Wundpflaster und so Zeugs. Nochmal nichts, okay. Axel, was hast denn du so dabei? Dynamit, Granaten, okay, schön. So, der hat eine MP, okay, was hat denn der Fritz? Hat auch eine MP, das passt ja wieder, Fritz, ne? Fritz ist unser Soldat. Okay, Fritz bekommt noch. Da haben wir das Gewehr 3340 und wir haben ein Mauser. 2935, Reichweite 48. Etwas schlechter. Du nimmst noch das Mausergewehr mit. Kriegst du hier auch noch Abyssal Munition. So, okay, schön. Der Gunnar ist ja unser Scout. Und so ein Scout braucht doch Schalldämpfer-Sachen. So, dann laden wir ihm da auch mal etwas Munition dafür rüber. Die Messer, wir nehmen sie jetzt mal mit, aber naja. Was hat er denn noch für eine Knarre hier? Eine Mauser. Hui, schön. Reichweite 21. 15 bis 18. Na, die macht natürlich richtig schönen Schaden. Okay. Gut. Der Reggie ist unser Grenadier. Dani. Ah ja, sie hat ein Gewehr. Okay. Sie kriegt noch einen. Sind lauter Nagants jetzt, gell? Gib mir hier noch einen Nagant mit. Zwei, drei, vier. Was hat sie denn da Schönes? Eine Zange, ein bisschen so anderes Zeug. Zack. So, brauchst du es nicht, aber du brauchst Wundpflaster. Dieses Pulverchen, das dann noch. Die Zange haben wir ja eine dabei, das müsste eigentlich erstmal reichen. Okay, Dani ist ausgerüstet. Der Reggie. Also ich habe die zwei Waffen. Unser Techniker bekommt auch mal noch eine Knarre und zwar die hier mit. Das ist ja eine. Auch eine Mauser, jawohl, passt. Der Axel ist unser Techniker.
Dynamit ist was für ihn. Das ist was für ihn. Das sowieso. Was haben wir da Schönes? Eine Mine. Ja, perfekt. Ich bin ausgerüstet. Du bist ausgerüstet. Der Fritz hat noch Granaten. Das ist gut. Gunnar. Gunnar hat zwei Knarren. Ich weiß nicht. Na gut, wir haben was Schallgedämpftes. Wir müssen dann gucken, dass wir schnell an was Schallgedämpftes kommen. Dann ja den Revolver und unser Grenadier. Unser Grenadier. Braucht bestimmt kein Messer. Aber er kriegt noch das Gewehr. 1, 2, 3, 4. Jawohl. Weil die ist 24 Reichweite und da hat er fast das Doppelte mit 46. Genau. So, schauen wir mal durch. Ich habe Munition. Oh, wir hätten ja hier noch MP40, Reichweite 25, 422, 28 Schaden. Oh, die ist sogar besser. Ja. Genau, dann kriegst du das und nimmst noch mit. Das. Das gefällt mir schon besser. Das passt bei ihm. Das passt bei ihm. Ich brauche was, wenn er denn doch mal auf nahe Feinde trifft. So, machen wir das. Reggie, gut bewaffnet. Sie lassen wir mal so. Ja, das gefällt mir. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Mission wieder, wenn es weitergeht bei Silent Storm zusammen mit unserer zusammengewürfelten deutschen Truppe. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.